Los geht's! Was macht Goffin Kakadu Figaro mit einem Ball und einem Schläger? Geschickt einlochen. Wie beim Golf. Dafür gibt es schließlich sein Lieblingsfutter, eine Cashewnuss. Die Idee zu diesem Versuchsaufbau kam Antonio Osuna Mascaro auf dem Weg in sein Wiener Institut. I was picking up golf. Auf dem Weg ins Labor habe ich immer wieder Golfbälle wie diesen hier aufgehoben. Und da kam mir die Idee, warum nicht ein Experiment entwickeln, bei dem die Kakadus Golf spielen. Where Kakadus play golf. Well, to design an experiment where an animal. In dem Experiment bekamen die Tiere eine Aufgabe, die sie nur lösen konnten, wenn sie zwei verschiedene Werkzeuge miteinander kombinieren. Das ist schon für Primaten nicht einfach. Und Kakadus haben natürlich keine Hände. Das mussten wir also berücksichtigen. Kakadus wissen zwar, wie sie mit Ball und Stöcken umgehen können, haben aber nie zuvor beide Gegenstände miteinander kombiniert. Combine the function of those two different kinds of tools. Eine enorme Herausforderung. Antonio Osuna Mascaro und seine Kollegin Alice Auersperg am Wiener Goffin Lab waren erstaunt, wie schnell und erfindungsreich ihre Tiere diese Aufgabe gemeistert haben. Wenn man mit Tieren arbeitet, die so intelligent sind wie diese Kakadus, dann wird man immer wieder aufs Neue überrascht von Dingen, die man eigentlich nicht erwartet hat. Und das nennt man assoziativen Werkzeuggebrauch. Das ist wahrscheinlich eine der komplexesten Beispiele von Technologie, die es bei Tieren überhaupt gibt. Und Kakadus stellen sich dabei sogar genauso schlau an wie Menschenaffen. Werkzeuggebrauch wird ja schon bei den großen Menschenaffen sehr lange untersucht. Aber wenn wir die Evolution von einem intelligenten Verhalten wirklich verstehen wollten, dann sollten wir es auch in Tieren studieren, bei denen dieses Verhalten völlig unabhängig von uns entstanden ist. Und von den Vögeln trennen uns ungefähr 320 Millionen Jahre Evolution. Das heißt, das Verhalten ist ganz sicher unabhängig entstanden. Aber kann man solch ein schlaues Verhalten von Vögeln und Menschenaffen überhaupt miteinander vergleichen? Unterschätzen wir Tiere, die uns nicht so nahe stehen wie zum Beispiel Menschenaffen? Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dann kann man schon sagen, dass bestimmte Vertreter aus der Gruppe der Rabenvögel und der Papageien, dass die sich nicht verstecken müssen hinter den Menschenaffen. Wir finden die Fähigkeit, in einem gewissen Maße vorauszudenken. Wir finden die Fähigkeit, zu wissen, was andere denken, innovativ Probleme zu lösen. Und da kann man schon sagen, dass die sich auf einem Niveau bewegen. In diesem Test sollen Schimpansen und Kleinkinder in einer Art Hütchenspiel herausfinden, wo ihre Belohnung versteckt ist. Beide Kandidaten lassen sich nicht austricksen. Ja, prima, da ist er. Jetzt wird die soziale Intelligenz getestet. Verstehen Kinder und Schimpansen den Hinweis der Forscherin gleich gut und erkennen, wo ihre Belohnung versteckt ist? Da ist er. Für beide kein Problem. Und in Versuchen wurde nachgewiesen, auch Rabenvögel können beide Aufgaben meistern. Sind Tiere vielleicht allgemein klüger als bisher gedacht? Es gibt noch weitere Gruppen, die noch weiter entfernt sind, stammesgeschichtlich. Zum Beispiel auch Wirbellose wie Oktopusse oder Tintenfische. Da wissen wir heute, dass die eine Menge können. Und auch Bienen und Hummeln zum Beispiel. Bienen können lernen, plus eins und minus eins zu rechnen. Aber wovon hängt es ab, wie gut ein Lebewesen Zusammenhänge erkennt und Probleme lösen kann, also wie intelligent es ist? Früher dachte man, dass die Hirngröße einem Aufschluss darüber gibt, wie schlau ein Tier ist. So ganz lässt sich das aber nicht halten, weil wir wissen inzwischen, dass auch Tiere mit sehr kleinen Gehirnen wie Bienen oder Hummeln erstaunliche kognitive Leistungen vollbringen können. Mittlerweile ist ein vielversprechender Kandidat die Zahl der Nervenzellen im Gehirn. Aber auch da ist es ganz sicher nicht so, dass man genau anhand der Zahl der Nervenzellen erkennen kann, wie intelligent ein Tier ist. Sondern es kommt auch da darauf an, wie sind die miteinander vernetzt. Ganz sicher ist, viele Tiere sind schlauer als gedacht. Und auch weniger von biologischen Zwängen gesteuert, als wir bisher glaubten.
Wir haben sie auch unterschätzt hinsichtlich ihrer Emotionen. Wir wissen inzwischen, dass viele Tiere sowas wie Leid empfinden können, wie Freude empfinden können. Und das muss Konsequenzen haben für unser Handeln. Das heißt, wir müssen sicherstellen, gerade in den Bereichen, wo Tiere in unserer Obhut leben, dass es denen dann auch gut geht. Und dazu gehört eben nicht nur, dass man Schmerzen vermeidet, dass man dafür sorgt, dass sie genug zu essen haben, sondern wir haben auch die Verantwortung dafür, dass sie ein gutes Leben führen. Zurück zu den Wiener Kakadus. Musterschüler Figaro hat diese Aufgabe übrigens beim ersten Versuch bewältigt. Primaten brauchen dafür viel mehr Übung. Es ist das erste Mal, dass kombinierter Werkzeuggebrauch bei Vögeln nachgewiesen werden konnte. Und zwar ganz eigenständig, ohne Training. Heißt das nun, Kakadus sind intelligent? Und was bedeutet Intelligenz in diesem Zusammenhang überhaupt? Also was Intelligenz ist, das ist natürlich etwas, worüber sich auch die Experten streiten können. Für mich als Biologe ist es einfach, dass man die Fähigkeit hat, sich auf unvorhersehbare Sachen in der Umwelt flexibel anzupassen. Der schlaue Figaro überlistete einmal sogar die beiden Forscher. Er entdeckte, dass er schummeln konnte, indem er die Box mit dem Stock anhob, fallen ließ und so den Mechanismus auslöste und an die Nuss kam. Schlauer Vogel, mal eben den Menschen ausgetrickst.